Hallo und willkommen, ich bin's MK3 und ja, es ist Warframe, natürlich, warum, was sonst? Es ist eigentlich nur ein ganz kurzes Video soll das werden, nämlich, ich hab's zu spät gesehen, ehrlich gesagt, nämlich der Händler ist ja wieder da und hat schöne Sachen, sag ich mal. A, hat er was dabei, damit unser Schiff von außen toller aussehen kann, okay, aber dazu komme ich gleich nochmal ganz kurz. Wir haben zwei Nahkampfwaffen präsentiert bekommen und die habe ich mir, weil ich dekadent bin, einfach mal beide sofort geholt, nämlich die Machete von Wraith, ist egal, wie es ausgesprochen wird. Die sieht ja allein schon ziemlich fett aus, wie ich finde. Und statsweise sieht sie auch gar nicht verkehrt aus. Wenn ihr die mal, aber wisst ihr, ich gehe direkt zum Codex, da kann man es nämlich besser sehen. In doppelter Aussicht nämlich, von den Stats her und von den normalen Werten. So, wenn wir nämlich gucken hier bei Nahkampfwaffen. Und die normale Machete, die ich mir immer mal basteln wollte, ehrlich gesagt, weil die sah so interessant aus, ist Machete hier. Die hat so ein bisschen Grenier-Look, muss man ja sagen. Aber hier die Machete Wraith, sage ich jetzt einfach mal, ist Wraith, aber ist jetzt mal wurscht. Rein statsweise her. Also wir gucken mal ganz kurz hier. Ne? 3,8 Einschlag, 3,8 Durchschlag und 17,5 Slash, auch Schnittschaden. Ne? Das ist jetzt überschaubar. Und halt unter einer Sekunde. Das heißt, wir sind damit relativ langsam unterwegs. Und dann gucken wir ganz kurz noch auf die andere Machete, die hier ist. Und das Ding hat auch mal 6,8 Einschlag. 6,8 Durchschlag, genau. Und 31,5 Schnitt. Das Ding macht deutlich mehr Aua in der Landschaft. Ansonsten Crit her und so weiter ist das nichts. Und das haut sogar noch schneller. Und da habe ich mir so, okay, das ist mal, was ich haben will. Und vor allem, wie ihr seht, das passt rein optisch halbwegs gut zu meinem Optik, wie ich jetzt auch mein Excalibur ja gestrickt habe. Aber wie ich schon meinte, ich war dekadent. Deswegen habe ich natürlich nicht nur die Prova, habe ich natürlich auch die Vandal-Prova gleich mal organisiert. Die ist auch jetzt ein bisschen hier oben hochgerutscht, weil ich habe damit schon Level gestiegen. Wo ist sie hin? Moment, lass mich kurz gucken. Aber gucken wir gerade den normalen Wert. Die normale Prova ist natürlich eigentlich nur ein großer Energieschlagstock, wenn man so möchte. Ist natürlich ein Energieschwert, ja. Und das Ding macht 35 Schaden und hat hier so 5 Crit und 10 Status. Ist okay. Aber die, jetzt muss ich sie nur noch finden. Prova Wander, da. Nein, das ist ein Plasma-Schwert. Da, Prova Wander, da haben wir sie doch. Sieht auch ein bisschen anders aus, hat halt ein bisschen mehr diesen grünen Look, wie die meisten Wander-Sachen halt. Da haben wir 48 Elektrizitätsschaden. Und da dachte ich mir so wie, oh, da kann ich was mehr rausstricken. Und vor allem, die 5% Crit sind geblieben, aber wir haben 20% Status. Und ich krieg so, oh, ich baue mir eine Elementar-Nahkampfwaffe. Oh, ja. Ich habe auch schon gesehen, wenn man auf dem Boden dreht, gibt es sehr coole, so kleine Blitze überall am Boden. Die ich jetzt zumindest bei den Waffen, die ich sonst benutzt habe, noch nicht so gesehen habe. Aber ich habe sonst die Zero ja immer benutzt und ich meine mich zu erinnern, dort gibt es nicht so diese kleinen Blitze überall am Boden. Fand ich schön. Das Interessante ist auch, die haben die beiden Waffenmods. Die beiden benutzen tatsächlich die Macheten-Waffenmods und sind auch damit benutzbar. Und damit wir auch mal jetzt mal nicht nur mein Gelaber haben, sondern auch mal praktisch mal was auf die Füße geknallt kriegen, benutzen wir mal ganz kurz die Waffe in einem billigen Level, damit wir mal sehen, wie cool die Kombos auch aussehen und die Gegner mit zerpflückt werden. Benutze jetzt auch mal hier die Machete hier, weil sie cool ist. Und weil sie, ich habe jetzt einen Speed-Mod drin, damit wir ein bisschen schneller hauen können. Aber das sollte auch schon alles gewesen sein. Lass mich kurz gucken. Bevor wir die Mission starten, zeige ich ganz kurz noch, wie jetzt das die neue Außenansicht von meinem Schiff jetzt aussieht. Denn da hat sich, wie gesagt, ja was getan. Das verkauft der Händler ja auch gerade noch nebenbei. War das Equipment? Ja, das war... war das das hier? Ja. Custom Hull. Ja, im Endeffekt die gleichen Farben wie vorher. Und ihr seht, jetzt haben wir so ein unfassbar krasses Leuchten in der Mitte, wo man sagt jetzt... Ja. Ja, ich bringe quasi das Light nicht, sondern ich bringe das Licht, mehr oder weniger. Das Licht meiner Düsen, wenn ich wieder wegfliege, bringe ich. Nee, aber das fand ich jetzt rein optisch sehr cool. Das ist jetzt auch nicht die Originalfassung. Die Originalfassung wäre tatsächlich gewesen, und lass mich mal gucken, ist halt das Prisma-Optik. Wobei, ich wollte das jetzt nicht rückgängig machen, ehrlich gesagt. Haben wir keine andere Farbschemen hier gerade, dass ich mir das mal zeigen kann? Kann ich jetzt einfach sagen, hier, gehen wir auf Normal zurück. Lass mich raten, wenn ich jetzt... Ich könnte nur Default einstellen, aber dann macht er mir alles sofort rückgängig. Das will ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, aber ihr seht vielleicht so angedeutet hier drauf, dem Schiff, dass durchaus hier sowas am Wabern ist.
Ja, wobei ich könnte mal wenigstens die eine Farbe hier mal anders einstellen. Okay, so ein fieser Metallic-Look. Ich glaube, ich bleibe hierbei. Das sieht einfach so goldleuchtend oder sowas in der Art zumindest. Fand ich schön von der Optik. Deswegen lassen wir es einfach so stehen. Und wir hauen sofort ab in die Mission. In die Mission, in die Mission. Das war auch nicht so teuer, die Optik. Ich meine, besser als im Shop zu kaufen gegen echt Geld. Gut. Komm, wir gehen einfach Erde. Ich hau eh nur zwei, drei Gegner und dann ist das gerade durch. Solo, go. Ihr seht auch gleich, was das Problem ist, wenn wir nämlich jetzt dahin fliegen. Sieht man ja, sehen wir das Schiff auch gleich. Und ihr seht direkt, das leuchtet jetzt nicht so toll. Nach dem Motto, das war jetzt kein großes Geleuchte. Guck, sehen wir das Schiff noch gleich von der anderen Seite? Nee, tun wir nicht. Wir sehen direkt, dass ich hier runterfliege. Okay. Ja, ist mir egal. So, ich packe auch direkt die gute Machete hier aus. Da hätten sie schon ein paar Gegner. Wenn ich blocke, glaube ich, und einfach hauen drücke, macht er nämlich gleich den Combo schon. Es gibt noch andere Combos, aber das ist jetzt der, den ich hingekriegt habe hier. Und vor allem den kann ich auch zeigen. Hier, komm mal her. Fall ruhig hin. Ja, das leuchtet selten, weil meine Kameratype hier wieder was am Fotos schießen ist. Und normalerweise das hier so aus. Eben so, aber wir hacken quasi so hin und her. Und das ist auch relativ fix, finde ich. Und schöne Schwung- und Hackbewegung. Und der Kombo, den ich jetzt zeigen wollte, ich bleibe vielleicht nicht hier im Wasser damit, weil sonst wird das Spiel noch wahnsinnig dabei. Aber wenn ich jetzt hier so hier stehen würde und jetzt so Blocke drücke und einfach haue, mache die normalen Schläge und dann. Und muss ich sagen, das ist fett. Ich finde das sehr fett hier, die Animation so. Dauert nämlich zwei, dreimal, nämlich kurz bevor diese nach vorne Schwiegerbewegung macht und dann am Ende nochmal schön auf den Boden schlachten. Das ist gar nicht verkehrt. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich besser. Ich bin sehr froh, dass ich mir das geholt habe und dass mir der Kollege gesagt hat, so, ey, übrigens, das sind nur Nahkampfwaffen, die haben mich aber nicht interessiert. Ich so, gehe hin und denke mir so, oh mein Gott, das sind Eventwaffen, weil es sind beides von dem gleichen Event. Ich kann mir nur vorstellen, das war so ähnlich wie. Ich kann mir nur vorstellen, dass es so ähnlich war wie damals. Entweder gibt es die Prova oder das Ding hier. Und danach vielleicht für alle das Gleiche. Keine Ahnung. Aber ich bin sehr froh, dass ich mir hier die beiden Waffen geholt habe, weil da gab es ein paar sehr interessante Builds, die ich mal zu dem Zusammenhang mal gesehen habe. Und die werde ich dann womöglich auch bei Gelegenheit zeigen, wenn ich die Sachen, Seiten wiederfinde, wo ich es gesehen hatte. Was auch immer. Ich gehe mal wieder raus. Ja, aber wie gesagt, falls jemand stylische, coole Optiken fürs Schiff haben will oder jetzt gerade sehr coole und nicht unbedingt schlechte Nahkampfwaffen mit sich rumschleppen möchte. Achso, ja, vielleicht soll ich ganz kurz auch zeigen, was für Mod nämlich da drin ist. Gibt nämlich einen Macheten-Mod extra. Und ich dachte mir, wofür brauche ich den denn? Ja, ich habe den halt nie benutzt vorher. Und zwar ist das Thundering Weave. Oder Wave? Ne, Wave wird anders geschrieben. Weave müsste es heißen. Und ja, man choppt halt wild um sich mit den Waffen. Die Probe hat genau den gleichen Mod, auch genau dieselbe Polarität drin, deswegen ist quasi das gleiche. Nur natürlich, Hedi-Waffe halt hat noch diese zwei Polaritäten automatisch drin gehabt, was ich sehr cool fand. Deswegen direkt Berserker und Fury mit reingepackt, dachte mir so, da hacken wir mal alles kaputt mit. So, das war es aber auch schon gewesen. Mehr Infos wollte ich auch gar nicht raushauen, weil ich habe nämlich eben gesehen, dass der 24-Stunden-Counter nämlich schon am Marschieren war. Das heißt, ihr habt jetzt weniger als einen Tag Zeit, euch dazu holen, wenn ihr das Video seht. Ist es nicht mehr ein Tag, womöglich, wenn ihr seht, nur noch einen halben Tag. Und ja, gibt Gas, wenn ihr das haben wollt. Die waren, glaube ich, 410 Dukaten, Orokin-Dukaten waren es, genau 410 und 250.000 Credits, Fragezeichen. Irgendwie sowas. Meine ich mich zu erinnern, dass es gewesen ist. Lass mich kurz gucken. Wahrscheinlich, ich habe nämlich kein Geld mehr. Wobei, Moment, ich hatte vorher, womöglich ist es sogar noch teurer. Vom Geld her. Aber müsst ihr mal gucken. Aber so, die Koruken, wenn ihr die Dukaten nicht habt, braucht ihr gar nicht dahin gehen, weil, ne, nutzt ja nicht. Aber jetzt, wie gesagt, wenn ihr so coole Waffen haben wollt, die so stylisch aussehen und so ein bisschen aussehen wie ein Space Marine Kettenschwert, obwohl das jetzt das hier die Rückseite ist, natürlich, hingehen. Hingehen und mitnehmen, weil die Waffen sind cool. Die Waffen auch von den Stats her sind prächtig, sag ich nur. Wenn man die natürlich schön moddet und formert danach, ja. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, auf, und wir sehen uns dann bald wieder. Bis die Tage, danke fürs Zusehen und tschüss.